Ja, Servusle. In diesem Video möchte ich euch erklären, was aus meiner Sicht ein gutes Thumbnail ausmacht, um mehr Aufmerksamkeit und Interesse für eure Videos zu erzeugen. Vielleicht geht es euch ja auch so, man sieht immer wieder interessante Videos oder man steckt selbst großen Aufwand in seine Videos, aber es wird einfach kaum angeklickt. Das kann viele Gründe haben, vielleicht ist es der Titel oder die Beschreibung vom Video, aber es könnte eben auch das Thumbnail sein. Denn schon allein ein gelungenes Thumbnail kann dafür sorgen, dass viel mehr Leute draufklicken. Und nein, dafür muss man nicht zwingend Brüste, rote Pfeile und Kreise oder ähnliches im Thumbnail haben. Es geht auch anders. Und zwar gibt es drei Punkte, die man meiner Meinung nach beachten sollte. Zunächst einmal braucht man etwas Auffälliges, das hervorsticht und eine Wirkung beim Zuschauer erzeugt. Das kann beispielsweise ein Eyecatcher sein, also ein starkes Bild, das direkt ins Auge springt und passend zum Thema bzw. zum Video ist. Dafür könnte sich beispielsweise ein Standbild aus dem Video anbieten. Oder man sucht sich etwas Passendes aus kostenlosen Bildarchiven, was das Thema symbolisch darstellen kann. Wichtig ist ja außerdem, einen guten Bildausschnitt zu wählen. Denn man muss immer bedenken, dass die Thumbnails nicht besonders groß dargestellt werden. Deswegen hat es in der Regel die beste Wirkung, möglichst nahe Bildausschnitte zu wählen, damit das Bildmotiv gut erkennbar ist. Und dass beispielsweise bei Gesichtern Emotionen besser rüberkommen. Und nicht zuletzt kann man seine Bilder auch manchmal noch durch Farbkorrektur etwas aufpeppen. Wenn es aber aus irgendeinem Grund schwer ist, ein passendes Bild zum Thema zu finden, kann man auch den hauptsächlichen Fokus einfach auf die Schrift legen. In dem Fall wählt man dann einen eher neutralen Hintergrund, den man für passend hält. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Punkt, die Schrift. Hier sollte man meiner Meinung nach drei Regeln befolgen. Erstens, wählt eine passende Schriftart. Also beispielsweise besonders ausgefallene Schrifttypen bei verrückten Videos, während verschnörkelte Schriftarten wiederum natürlich nicht so sehr zu seriösen Themen passen würden. Die zweite Regel, der Text muss kurz und prägnant sein. Packt also nicht zu viel Text ins Thumbnail und haltet euch lieber kurz. Und schließlich drittens, achtet auf eine gute Lesbarkeit. Auch hier muss man nämlich wieder bedenken, dass die Thumbnails nicht sehr groß angezeigt werden. Dementsprechend sollte man mittelgroße bis große Texte verwenden, die allerdings nichts Wichtiges im Bild verdecken sollten. Wenn ihr wie im vorherigen Beispiel aber ohnehin einen neutralen Hintergrund habt und die Schrift auch dementsprechend im Vordergrund stehen soll, muss sie natürlich auch umso größer und besonderer aussehen. Sehr wichtig für eine schöne und lesbare Schrift ist vor allem die farbliche Abstimmung zum Hintergrund. Am besten funktioniert zum Beispiel eine helle Schrift immer bei dunklem Hintergrund oder umgekehrt eine dunkle Schrift bei hellem Hintergrund. Zudem hebt sich die Schrift vom Hintergrund am besten ab, wenn man Umrandungen und Schattierungen hinzufügt. Auch hier sollte man dann wieder auf die farbliche Abstimmung achten. So funktioniert beispielsweise eine schwarze Umrandung bei weißer Schrift gut. Unschön und weitaus schlechter lesbar sieht es jedoch aus, wenn man stattdessen bei weißer Schrift eine helle Umrandung wählen würde, wie hier zum Beispiel gelb. Und für noch mehr Tiefe und Vielfalt im Bild können des Weiteren auch Farbverläufe sorgen. Und der dritte Punkt ist die Kreativität. Seid kreativ und versucht ein Gesamtkunstwerk zu erschaffen, bei dem alle einzelnen Elemente miteinander harmonieren. Überladet aber eure Bilder nicht und denkt dran, dass manchmal weniger mehr ist. Bedenkt bei der Gestaltung eurer Thumbnails außerdem auch, welche Zielgruppe ihr damit erreichen wollt. Typische Elemente, die eher ein jüngeres Publikum ansprechen, sind beispielsweise Smileys im Thumbnail. Wichtig ist auch, eine gewisse Individualität in euren Thumbnails zu kreieren. Viele YouTuber haben zum Beispiel wiedererkennbare Elemente in ihren Thumbnails, woran man sofort erkennt, dass es sich um ein Video von ihnen handelt. Also, um alles nochmal in einem Satz zusammenzufassen, für gute Thumbnails braucht man starke Bildmotive und gut lesbare Schriften, die richtig aufeinander abgestimmt sind. Und man sollte sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass das Thumbnail eine der wichtigsten Komponenten eurer Videos ist. Deswegen sollte man sich unbedingt die Zeit nehmen. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.